So Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Animal Crossing. Let's go to the city. Trolletti, was willst du jetzt? Hallo, wie geht's so? Jetzt hörst du mir mal bitte kurz zu. Ich sollte es mir vorstellen. Mein Name ist Trolletti. Für dich, Signor Trolletti. Oh, was ist da bloß passiert? Ah ja, also das hier ist Animal Crossing, Let's Go to the City. Danke fürs Kaufen, wir wissen, dass du das zu schätzen. Im Namen aller Nintendo-Mitarbeiter möchte, ja, also ich meine, ach, vergesst den albernen Text. Damit verschwende ich keine Zeit mehr. Entschuldigung. Keine Panik, ja? Man sagt mir schon immer, ich würde den Leuten Angst machen. Ich verstehe das nicht. Gut, ich bin jetzt nicht unbedingt Signor Kuschel, aber ich bin doch nicht unfreundlich, oder? Doch bist du, und zwar sehr, du mieser Arsch. Wie auch immer, lasst uns zwei beide mal zur Sache kommen. Was sagst du dazu? Es geht um Folgendes. Ich hätte da eine kleine Bitte an dich. Tom Nook hat's dir möglicherweise schon vorgetanzt, aber hey, in Animal Crossing gibt es eine richtige und eine falsche Art, sein Spiel zu beenden. Bla 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 bla. Moment. Moment, der ist also, wir haben korrekt gespeichert und dennoch ist er hier, nur um uns einfach mal ein bisschen. So. Ich frag mich jetzt gerade echt allen Ernstes, musste das gerade echt sein? Nintendo? Musste das sein? Musste Trolletti da auf einmal auftauchen? Ist ja klar, ne Fallgrube. Der Part fängt ja mal richtig gut an. Könnte echt nicht besser starten. Egal, gehen wir jetzt mal zu U-Unkraut. Watch, boom! Ach, und die Bäume, die wir gepflanzt haben, sind ja schon gewachsen. Wunderschön. So, Master Leder. Du hast ihn abgeschickt? Ah, sehr schön. Ja, ich habe das Gefühl, du hast etwas getrödelt. Aber ich bin schon froh, dass du es überhaupt geschafft hast. Brieffanatiker, deshalb warst du bla 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 bla. Du solltest dich vorstellen. Oh ja, neue Mitglieder unserer Gemeinschaft müssen gebührend begrüßt werden. Dann ab mit dir. Oha, es sind also neue Leute in die Stadt eingezogen und die müssen wir jetzt finden und uns ihnen vorstellen. Der eine Baum hier ist am Absterben, ist nicht unser Problem. Tom Nook kann sich wenigstens um die Gärtnerei in seinem Laden kümmern, finde ich schon mal. Zup. Dun, 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 dun. Ja, wer ist denn jetzt neu hier im Haus? Das ist die große Preisfrage, Leute. Wer ist denn jetzt neu in der Stadt? Den kennen wir. Ach, wisst ihr was? Wir gucken einfach auf der Karte. Oink. Oink ist neu im Haus. Okay, im Haus. Wieso sage ich im Haus? Oink ist neu in der Stadt. So, das ist korrekter. Egal, dann gucken wir. Genau, Chris. Dann gucken wir jetzt mal nach Oink. Ach, Leute, ich habe versucht, mit Kamera aufzunehmen vorhin, diesen Part eigentlich. Aber mit der Kamera scheint etwas nicht zu stimmen. Es liegt weniger an dem Aufnahmeprogramm, sondern mehr an der Einstellung irgendwie. Und das versuche ich noch für den nächsten Part wieder hinzukriegen. Ich hoffe, das stört die meisten von euch nicht zu sehr. Und da ist Oink. Ach, sieht Oink cool aus. Ich bin gerade in die Stadt gezogen. Nenn mich Oink. Oink, Oink.
Was? Du bist auch gerade hergezogen? Scharf, das ist ja oink-oink-mäßig. Wir sind Umzugszwillinge, lass uns Sportfreunde sein. Zwilling oink-oink-oink. Oink, das war mir etwas zu viel Geoinke von oink, aber... Der ist dann wohl halt einfach so. Dün, dün. Schöne kleine Insel, auf der er da wohnt. Schade, dass es hier kein Haus zu mieten gab. Ich hätte echt gern auf so einer kleinen Halbinsel gewohnt, aber... Dün. Mit der einzigen Verbindung, die eine Brücke ist. Von daher eine Halbinsel. Naja. Gehen wir jetzt mal zu Meister Leder. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat, dass wir bereits unseren Job erledigt haben. Und da ist der coole Vogel, den wir jetzt aber mal ruhen lassen, da wir zuerst einen Job zu erledigen haben. Vielleicht pflanze ich in diesem Spiel ja einen gescheiten Garten an. Nicht so den, den wir bei Wild World Animal Crossing DS hatten. Der ist nicht so toll gewesen, der Garten da. Leider war der nicht so toll. Dum, 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 dum. Und da ist ja schon Meister Leders Laden. Bin Laden. Du hast Hallo gesagt, ja? Es ist schön, neue Leute kennenzulernen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Jetzt möchte ich, dass du einen Teppich auslieferst. Und diesmal im Turbogang, wenn ich bitten darf. Liefere diesen Teppich an Dora. Ja, führ einfach eine schnelle Lieferung durch. So. Du verbietest mir also meine Freiheit zu haben. So ist klar. Samson, Dora lebt dort. Ist ja gar nicht mal so weit entfernt von Meister Leders Bude. Gehen wir einfach mal schnell dorthin. Ja, Dora sollte eigentlich hier unten dann wohnen. Vorausgesetzt, sie ist zu Hause. Und ich denke, wir haben Glück. Sie scheint zu Hause zu sein. Das ist perfekt. Ich mag es, wenn alles sofort so läuft, wie ich es haben will. Wer mag das nicht? Ach ja, das war die Mickey Maus. Ach scheiße, das war Samson. Ich passe. Wirklich? Keine falsche Zurückhaltung. Du kannst mich alles fragen. Pieps. What the fuck? Dora ist sofort nebenan und sie ist ebenfalls zu Hause. Glück gehabt! Hohohaha! Yo! Gucken wir jetzt mal. Also, Rice, wolltest du etwas von mir? Krieg? Lieferung? Von Meister Leder? So. Oh ja, das muss der neue Fußboden sein, den ich bestellt habe. Danke fürs Liefern. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Eure neue Tapete oder neuer Fußboden wirken wahre Wunder im Haus. Ich habe eine Idee. Du solltest den Fußboden in deinem Haus auch... Du kannst gerne meinen alten Wolkenteppich haben, wenn du nichts gegen gebrauchte Sachen hast. Nee, gegen den Wolkenteppich habe ich echt überhaupt nichts. Das ist sogar klasse, ein Wolkenteppich. Das gibt einem so die Atmosphäre zu fliegen, wie ein Vogel. Jojo, wenn du deine Arbeit erstmal erledigt hast, wirst du bestimmt auch schnell die passenden Möbel für dein Haus finden. Genau. So, da ist noch Unkraut zu jäten. Und jetzt geht's wieder zurück zu Meister Leder. Hoffentlich ist er jetzt zufrieden und lässt uns jetzt endlich gehen. Ich habe keinen Bock mehr auf sein blödes Gearbeite. Ich will endlich frei sein. Ein freier Vogel. Mehr will ich doch gar nicht sein. Ja. So. So, Maestro Ledrum. Willkommen zurück. Oh ja, gute Arbeit. Wer essen will, muss auch arbeiten. Langsam hast du dieses Prinzip kapiert, nicht wahr? Weiter so, aus dir könnte doch noch etwas werden. Deine nächste Aufgabe ist, diese Gießkanne an Samson auszuliefern. Oh, und denk nicht mal daran, das Eigentum meiner Kunden selbst zu verwenden. Hast du verstanden? Wenn du die Blumen gießen willst, kauf dir einfach selbst eine Gießkanne.
Oh Gott, noch ein Lieferauftrag. Hör mal, Meister Leder, muss das echt sein? Ist ja ganz nett von dir, dass du so zuvorkommend und nett bist, aber trotzdem muss das sein. Ich meine, er gibt uns immerhin Arbeit, damit wir uns was zu essen leisten können. Er denkt ständig an uns. Geile Abkürzung. Enjoy! Nein! Was gibt's, Kumpel? Hier, das ist für dich die Gießkanne. Ja, endlich! Ich werde gießen bis... Ja. Du bist ein richtig mieses Schwein von Rice. Du nimmst diese Sache mit der Arbeit ernst, was? Die Konzentration steht dir ins Gesicht geschrieben. Normal, wir sind Nux Briefe, total lahm. Aber Knusprig und Jule waren richtig sprachlos, als sie diesen hier gelesen haben. Oh. Okay. Das ist geil. Das heißt, jeder weiß, dass Samson ein Riesenarsch ist, dank meiner. Finde ich klasse. Das erfüllt mich mit Freude zu sehen, dass ich Samsons Ruf verschissen habe. Genauso wie ich damals Boris Ruf verschissen habe. So muss das sein. Oh, okay. Jetzt wird wohl höchstwahrscheinlich der letzte Job von Meister Leder kommen. Ich hoffe es zumindest, dass es der letzte Job von ihm ist, denn ich habe keinen Bock mehr auf seine Scheißarbeit. Und zwar, du bist ja, da bist du ja wieder. Gut gemacht. Oh ja, was kommt nun? Das schwarze Brett. Eine Werbeanzeigung. Irgendwas Cooles, das die jungen Leute anspricht. Schreib also keinen Unsinn, der uns in Verruf bringt. Okay, etwas, das Tom Nook nicht in Verruf bringt. Das ihn nicht in Verruf bringt. Das den Meister Leder nicht in Verruf bringt. So, Nook. Nook ist ein Geld geiler Sadist. So. Okay, Nook ist ein geldgeiler Sadist. Ach, schön, dass ich solche Nachrichten einfach so öffentlich stellen kann. Nicht wahr, Meister Leder? Ah, hier ist er wieder. Aha, da bist du ja wieder. Hast du die Anzeige geschrieben? Sehr gut, sehr gut. So, und damit bist du fertig. Fix und fertig. Das waren alle Kleinigkeiten, die sich angesammelt hatten. Und dass somit nichts mehr für dich zu tun ist, bedeutet das Ende deiner Beschäftigung. Oh, gerade mal 1400 Sternis. Oh, du bist so ein geldgeiler Arsch, ehrlich. Oder verkauf Sachen, die du nicht selbst benötigst. Es gibt viele Möglichkeiten. Und wenn du etwas verkaufen willst, komm zu mir, ich zahle gut. Und eines noch. Ja, ein Bankautomat. Okay. Also, danke für die Hilfe im Laden und so. Und deine Einkäufe erledige doch bitte in Zukunft auch immer bei mir. Ich bin jetzt fertig mit der Schufterei. Ich bin ein freies Vögelein. Sofort. Bam! So sieht der kleine Rice doch erstmal zehnmal geil aus. So, jedoch bevor ich es in diesem Part dann jetzt übertreibe mit allen neuen Features, die ich noch erleben möchte und so, denke ich mal, ist es jetzt besser, wenn wir den Part diesmal einfach beenden. Wir haben jetzt immerhin die Aufgaben vom geilen Meister Leder beendet. Wir sind jetzt freie Vögel und können in dem nächsten Part sofort richtig durchstarten. Ich werde im nächsten Part locker ein paar Früchte sammeln. Nachdem ich ein paar Früchte gesammelt habe, werde ich Angel kaufen, vielleicht auch eine Schaufel und dann gehen wir uns erst einmal so ein bisschen hier in der Stadt vergnügen.
Und dann schauen wir mal in den übernächsten Parts, werde ich dann höchstwahrscheinlich noch in, Moment, Schneeball, Schneeball. Nein! Oh, Ball ist kaputt gegangen. Und in den übernächsten Part werde ich dann höchstwahrscheinlich mal die Stadt besuchen. Richtig, man kann hier per Bus in die Stadt fahren. Und das würde ich echt ungern versäumen. So, legen wir uns aufs Ohr. Möchtest du das Spiel jetzt beenden? Speichern und Ende. Viele Lags. Das Spiel wurde gespeichert. Und damit verabschiede ich mich. Und da ist Krocki. Krocki, mein... Oh, da ist wieder Krocki, der coole Junge. Och, Krocki, ich mag Krocki. Hallo, Krocki. Krocki. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Bis zum nächsten Part, wenn es wieder heißt. Let's play Animal Crossing. Let's go to the city. Bis dann, Leute. Ciao.